Sehr schön. Das war... Da wäre ich aber fast... Das war echt knapp. Was haben wir hier? Na, noch so ein Ding. Noch immer keine Karte. Verdammt. Okay, neuer Abschnitt. Was denn? Ach so. Aha, was ist das? Und das ist die Tür. Okay, hier ist nichts, oder? Nee. Dachte schon, da wäre noch so ein Grabepunkt, aber war nicht. Oh, da hinten ist einer. Und hier sind keine... Hä? Laufe ich hier gerade im Kreis? Moment. Erstmal schnappe ich mir das hier. Rare item, rough silvestone, a raw stone of a sapphire color. It can be polished to reveal a beautiful gem. Mhm. Schön. Ich freue mich. Also, noch so ein Aufzug. Meine Fresse, wie viele Aufzüge? Oh. Aha. Let's do this. There has been a monster intrusion. Ich verstehe, ich verstehe. Ja, dann machen wir es halt so. So, zwei Verbände. Ich möchte aber den Zweierverband angreifen. Ich hoffe, ich kriege keine Intervention. Jawohl, ein Deadlock. Ja, natürlich bekommen beide ihre Angriffe durch. Wie immer, wie immer. Ich brauche mehr Speed. Ohne Scheiß, ich brauche mehr Geschwindigkeit. So, Stärke, Angriff und so weiter sind schon spitze, aber ich muss schneller agieren können. Alle Gegner sind immer vor mir dran. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. So, weiter geht's. Nur mal ein Undeveloped Zone. Moment, kann ich hier zwischenstoppen und... Haha. Sehr gut, sehr gut. Was haben wir denn hier? Mal nochmal buddeln? Dann buddeln wir nochmal. Item Bonus. Ring Recipe und 746 G. Und eine Truhe, in der ist... Avalanche. Unlocked a more powerful version of an existing formation. Ach, eine neue Formation. Dann schauen wir uns die gleich mal an hier. Moment. Change Formation. Wo ist denn Avalanche? Ich habe gar kein Avalanche. Hä? Hallo? Cup, Arrow, Pincers, Grip, Catapult, Hawkeye, Vampire. Aber ich hatte Avalanche. Erinnere ich mich aber dran, dass ich so eine Formation hatte. Impressive, huh? Change Wheel Style? Was ist das denn? One-Handed oder Power Grip? Ach, Current Wheel Style ist Dual Wheel. Ja, ja, genau, das wollte ich auch. Nee, passt schon. Avalanche. Ich erinnere mich an eine Formation, die Avalanche hieß, aber irgendwie scheint die hier nicht zu existieren. Warum auch immer. Ja, ich werde noch zweimal von Kreaturen unterbrochen, wenn ich das richtig sehe. Ja, ja, ja. Let's do this. A Monster Intrusion. Aber die Viecher sind zum Glück nicht so schwer. Ja, komm. Die machen wir schnell fertig. Es dürfte in einem Zug vorbei sein. Ah, diesmal durfte sie zuerst angreifen. Das scheint so ein bisschen auch ausgewürfelt zu werden. Aber Captured Dagon? Nehme ich mit. Ja, weiß, wofür es gut ist. So, weiter geht's. Weiter nach unten. Ah. Guck mal. Das habe ich gar nicht gesehen, dass es hier auch reingeht. Ah, und hier haben wir noch einen Grabepunkt. Wir haben nur noch zwei Dicks übrig und da hinten sehe ich schon den zweiten Grabepunkt. Okay, noch ohne. Later. Ja. Ich fürchte... Wenn das jetzt hier nicht der ultimative Grabepunkt, der alle wieder auffüllt... Wackle Iron und Rough Alpstone. A stone of a rose color. It can be polished to reveal a beautiful gem. Okay, ja, das war's aber. Mehr Dicks habe ich nicht. Egal. Kriegen wir schon irgendwie hin. Das ist aber blöd. Ich habe sonst, glaube ich, bisher immer irgendwie in irgendeinem Dick was gefunden, was meine Dicks wieder auffüllt. Klingt irgendwie falsch. Dick. Mit G.
Naja. So, dann machen wir die Spaßvögel hier gerade mal fertig. Ja, es ist keine Herausforderung. Keine Herausforderung. Erster Schlag. Irgendwie muss ich gucken, dass ich vielleicht... Also diesmal hat es ja funktioniert, aber es ist halt wirklich oft so. Dass ich halt nicht der Erste bin, der schlägt. Bei den Heilungen war ich bisher fast immer der Erste, glaube ich. Das sind jetzt zwei Verbände mit zwei Einheiten. Na gut, eine nach der anderen. Ah, shit. Oh Mann, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Da habe ich nicht aufgepasst. Diese verdammten kritischen Treffer. So. Und Feierabend. Jawohl, das war's. Alter, 1700 mit einem Schlag. Das ist meine Lieblingstechnik. So, weiter geht's. Jetzt dürften wir aber doch endlich mal genau unten angekommen sein. Und finden wir hier vielleicht die Karte? Bitte? Gerne? Ja, ja, ja. Warum statt da eine 1 bei? Naja, okay, das, gut. Hilft mir jetzt auch nicht so wirklich. Es ist halt ein langer Gang. Mit ein paar abzweigenden Sackgassen. Naja, hier ist noch so ein Dick, aber wir können nicht mehr. Ja. Geht nicht. Schade. Aha, dann komm du mal zu mir. Nein, auch zu früh. Och Mann. Ich weiß zwar nicht genau, was das bringt. Oder was mir. Das scheint ja irgendwie ein Nachteil zu sein, wenn ich die Gegner auf mich aufmerksam mache. Ohne. Ach, da, die stehen genau hinter mir. Super. Wenn ich die Gegner auf mich aufmerksam mache, ohne dass ich sie dann auch erwische. Wie gesagt, so ganz verstanden habe ich das noch nicht. Warum das schlecht ist. So. Das dürfte es jetzt eigentlich gewesen sein. I must grow stronger. Sehr schön. Class changed to adapt freelance. Okay. Hä? Klasse geändert? Warum? Verstehe ich gerade nicht. Noch eine Kiste. Ah ja, Kisten sind gut. Kisten sind immer gut. Stone of Marshall. Okay. Ich habe also den Stone of Marshall. Da freue ich mich aber. Das ist eine gute Sache, glaube ich. Also es ist bestimmt eine gute... Oh. Eine gute Sache, weil, weil es in der Kiste war. Ich hoffe, ich habe jetzt nur den einen erwischt. Der andere ist nicht hinter mir hergekommen. So, der ist alleine, das sind zwei. Dann machen wir erstmal die fertig. Come on, let's kick some Hang in there. Ah. Jawohl. Weil es eigentlich nicht nötig ist, dass sie mitkämpft, solange er so viel Schaden macht. Das ist irgendwie auch ein bisschen albern. Aber gut, Attack with Combat Arms. Das ist das Blade Dancer 2. Gucken, ob ich den noch ein bisschen gesteigert bekomme. Oh, geblockt! Ohoho! Wow! Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Da machen wir mal eine ganz normale Attacke. Habe ich echt nicht mit gerechnet, dass der den wirklich wegblockt. I must grow stronger. Sie hat wieder irgendwas gesteigert. Ach, scheiße, ja, ich kann nicht mehr. Ich brauche mehr. Mehr von diesen Viechern, beziehungsweise mehr. Mehr Dingse, mehr... Na, ich sag's nicht. Ihr wisst schon, das Wort mit G. Am Ende. Come on, let's kick some A. Und sie macht so 300 Damage und er macht so 1700 Damage. Scheint mir ein bisschen unfair. Hopp. Und Blade Dancer. Alter Schwede, der macht ja noch viel mehr Damage.
Alles klar. Völlig overpowered, glaube ich. Also, er ist halt... Also, hier... wie heißt der eigentlich? Rush, genau. Ich wollte ihn gerade Ash nennen, aber er heißt Rush. Rush ist meiner Meinung nach... Transporter? Sekunde. Meiner Meinung nach völlig overpowered. Ja, ich speichere nochmal hier. Aber das Problem ist, eine einzelne Einheit macht es halt nicht aus. Was? Is everything alright? Should we return to Elysium? Nee, ich wollte nur gucken, was dann passiert, aber ja. Kenne ich ja im Grunde schon. Sealed door. The power of a remnant seals these doors shut. Bind the key remnant, releasing the seal of Marshall? Not in the mood. Of course, Mom's in there. Ja. Achso. Zwischensequenz. What are they? They nearly killed me in the past. Seriously? But not this time! Okay. Namul Sin und Nidam Sin. Alles klar. Oh, wow. Ich bin sehr gespannt. Moment. Was heißt denn Charge? Okay, Attack. Red Potion steigert die Stärke. Ich versuche das einfach mal. Okay, ein Deadlock geht auf jeden Fall. 3085, ja, man sieht ja gar nicht, wie viele. Wow. Wie viele Lebenspunkte die haben. Sie macht aber auch nur einen knappen Tausender Schaden mit dem Nimble Devil Steel. Ja, komm, drauf, immer drauf. So, sehr schön, kritischen. Okay, das ist irgendeine scheiß Special-Attacke, die wieder richtig reinhaut. Das habe ich befürchtet, okay. Okay, ich muss irgendwo einen Heal. Einen Heal haben. Und ich darf jetzt wieder nicht healen und gleichzeitig angreifen. Warum ist das manchmal stets zur Auswahl und manchmal nicht? Ich verstehe es nicht. Na komm. Das war knapp. Okay. Ja, jetzt geht's wieder. Das verstehe ich halt einfach nicht. Das verstehe ich halt einfach nicht. Sehr gut. Ja, das füllt fast wieder alles auf. Ich guck mal, wie viel ich mit den Mystic Arts mache. Warum ist meine Moral so unfassbar schlecht? Nein, jetzt kommen die wieder mit ihrer Super-Attacke. Oh Mann. Alter, 20? Boah. Ja. Muss ich mich wieder heilen, aber... Ja genau, wenn ich da immer zuerst dran bin, dann ist das alles kein Problem. How long can this last? Omnistrike? Komm her. Oh, schade. Oh, jetzt hätte ich gern meinen Omnistrike gesehen. Oh Mann. Learned Vivification Herb. Und noch irgendwas? Ich hab's gerade nicht mitbekommen. What? No way! It's been a long time.
I couldn't save Dad. Huh? This is just like back then. You coming from nowhere and somehow stopping those monsters and saving my life. I need some fresh air. Your father. He won't wake up. Dave said that only Wagram has the power to bring him out of it. Mom. Me and Irina. We've both got the power to call out to remnants. All of this is happening because of our powers, right? I need to know, what are we? And what does that make you? I was an orphan. The director of the academy took me in when I was a child. To return the favor, I joined the academy and dedicated my life to their research. That's where I learned the truth about who I was. You might have heard of Marion Marshall. She was the woman who bound the remnant illusion to herself and wed the God Emperor. The power she held was extraordinary. The power to erase the bindings of remnants and replace them with her own. Inside me rests that same terrible power. For I possess Marion's blessing, as does Irina. I didn't know about it until after Irina was born. Oh, if only I'd known. To think such terrible things are happening to her. All because of me. Mom. You met Dad. I came along and then with Irina, the four of us became a family. Were you happy with that? I have never regretted having a family. And I never will. The three of you are what makes up my happiness. And there's only one thing we can do. We can get that back and be a family again. They want Marion's blessing for themselves, right? Then they're not gonna hurt Irina. We've still got a chance to save her. Rush. Thank you. I know what I have to do now. Here. I made it using the tablet. When you find Irina, I want you to give her this for me. But what are you gonna do, Mom? For now, you should just concentrate on finding Irina. Rush, please, do as I say. Mom? Where has she run off to now? Her actions make no sense. Instead of acting on her own, she should have come with us to Athlum and explained everything to Lord David. I don't get it either, but don't talk bad about my mom. I'm sure she knows what she's doing. Fair enough. But you can do the explaining to Lord David. Okay, Sealstadt. Okay, das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich erstmal wieder zurück. Jawohl, let's go. Let us leave for Athlum at once. And on. Right.
Ja, krass. Aber ich frage mich gerade, wo waren wir denn da? War das die gute Stube, die hinter den Monstern gelauert, versteckt war? Yes, sir! Come on, get a move on! What's going on? Lady Emma, rush! Ah, oh, thank the Emperor, you're back safe. Like there was any doubt. Things have gotten worse, haven't they? Yes. The Congress has been slow to grant that Conqueror fellow a remnant, and all the lords are in a flurry over it. And the Conqueror keeps rattling his saber about taking over countries and seizing their remnants. You'd expect that from the sort of person who would bind the Ark. He's made an enemy out of every lord with a remnant. What's he plotting? For starters, he's building an army. So it's come to war. Where's Dave? He's meeting with an envoy from Duke Ermion. What's Ermion want? Our cooperation, apparently. Torgal? You see, the Congress has split into two factions. One sides with the chairman, against the Conqueror. The other supports the Conqueror, fearing the God Emperor's wrath. Duke Ermion wishes to ally with us and end the rift as quickly as possible. He's asked to speak with me directly in Nagapur. What will you do? Take advantage of the opportunity, of course. Lord David? In exchange for supporting Duke Ermion, I'll have him support Athlum's bid for independence. Think of it! We could finally be free from Salapalais! We're hardly in a position to negotiate after what happened with the Academy. Perhaps not, but it makes little difference. We can barely touch the Gaybold without the Duke of Cubine's blessing. Why must it be so difficult for Athlum to protect herself? Our country deserves more than this. This is a chance we have to take. Emma. It's good to see you back safely. I continue to ask your aid for the glory of Athlum. My life is yours. We leave for Nagapur shortly. Make haste in your preparations. Yes, my lord. Is there really going to be a war? It seems unavoidable at this point. Once war breaks out, the remnants will be played against each other. And all that will remain is scorched earth, littered with corpses, and blank remnants that have lost those they were bound to. These are dark days we live in. Forgive me. I had something to ask you. Did you finally meet with your mother? Yeah. Well? Dave, promise me something. I'll fight for you, for Athlum. But please, don't get Irina or my mom mixed up in this, okay? You have my word. Thanks, Dave. That's all you had to say? Yeah? You'd better hurry and get ready, then. The maximum number of unions in your party is now 4. The maximum unit capacity per battle is now 12.
Maximum Number of Units in der Mitte 30. Party is regrouped. Alles klar. Glaube ich. Okay, Krieg. Scheiße. Aber müssen wir durch, wa? Was sagst du?